Ahoi, ihr Landratten, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Sid Meier's Pirates. Wir waren dabei, während ich immer so stylisch im Kreis liege. Ich könnte ja mal versuchen, eine 8 zu machen. Eine 8. Eine 8. Ja, auf jeden Fall waren wir dabei. Alter. Eine kleine Landexpedition zu machen. Wegen unserem dritten Familienmitglied. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal einfach hier an. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt was bringen wird, aber mal gucken. Hier hätten wir zum Beispiel einen Totem. Das ist ja schon mal ganz gut. Das könnte vielleicht der hier sein. Ich bezweifle es aber mal ganz stark. So, und gucken wir das gute Stück mal. Moment. Da ist das Wasser. Ich hole mal gerade unser geiles Fernglas raus. Was ist das denn da? Da ist unser Schiff. Da ist ein Geysir. Da ist noch einer. Los, und griff das Ding. Ein Stonehead oder was das sein soll. Gehen wir so ein bisschen über. Mein Stone, das könnte der hier vielleicht sein. Oh! Ah, verdammt! Ja, wunderbar. Ich habe mich erstmal wunderschön verklickt. Ich bin aus Versehen auf wo sind wir denn jetzt hier reingeschippert? Moment. Wir sind da gerade in irgendeine Ruine reingeschippert. Also was ich sagen wollte, ich bin aus Versehen auf die falsche Taste gekommen. Genauso wie jetzt hier. Mann, was ist denn los hier? Ich will doch nicht an Land. Komm schon. So, jetzt aber. Ach, das Ding haben wir, glaube ich, eben gesehen. So, dann müsste hier jetzt eigentlich wieder der Totem kommen, genau. Und dann müsste hier dieses Stein-Ding sein, genau so. Hier standen wir letztes Mal. So, wenn das jetzt das Steinding von der Karte wäre, mal rein theoretisch angenommen, dann müssten wir nur noch ein bisschen weiter in die Richtung und wir müssten eine Hütte sehen. Ja. Okay. Am besten mal wieder eine Runde mit dem Fernglas durch die Gegend gucken. Eine Hütte? Moment, da steht eine Hütte. Ist das etwa die Hütte? Oh, da sind wir eben eiskalt dran vorbeigelaufen. Oh mein Gott, ist das etwa die Hütte? Oh mein Gott. Ha, ha, ha. Ja, ha, ha. Oh yeah. Wie geil ist das denn bitte? Einfach mal blind ohne irgendwelche Anhaltspunkte durch die Pampa laufen und wir haben das dritte von vier Familienmitgliedern. Und wir wissen, wo der Marquis steckt, der uns ja ein weiteres Kartenteil für die böse Hauptfestung noch schuldet. Beziehungsweise er schuldet uns noch dieses eine hier oben. Ich denke mal, das ist nur noch eins. So, dann fehlt uns nur noch ein Familienmitglied und dann gehe ich mal die böse Hauptfestung an. Und das Let's Play nähert sich schneller dem Ende, als ich dachte. Wobei wir natürlich noch ein paar mehr Sachen machen können und auch machen werden. Ja.
erstmal ein paar neue Leute rekrutieren. Guten Tag. Ja. War der nicht eben noch hier oben? Jetzt soll er auf einmal direkt hier sein. Und du hast schon Infos über Baron Raimondo? Da oben, natürlich. Aber egal, die Info nehme ich gerne mit für 1000 Gold. So, der Marquis ist hier? Der ist wohl eher auf dem Weg hierhin, oder was meinte der? Warte mal. Genau, er ist auf dem Weg hierhin. Dann würde ich mal sagen, segeln wir dem guten Marquis doch einfach mal entgegen. So, wo müsste er denn ungefähr lang kommen? Wenn wir ihn natürlich jetzt verfehlen sollten, wäre das natürlich ein Epic Fail. So. Moment. Er segelt von Santiago. Muss ich gerade mal gucken. Santiago. Also, er will hierhin in diese Meerenge und segelt von Santiago. Ja, dann müssten wir eigentlich uns einfach mal ein bisschen so halten. Dann müssten wir ihn eigentlich begegnen. Das ist er nicht. Boah. Ja. Vielleicht nicht so ganz krass, vielleicht ein bisschen weiter so. Also wenn ihr den direkten Weg nimmt, wir können ja mal so ein bisschen seitlich immer schippern. Eigentlich müsst ihr uns jetzt genau entgegenkommen. Ja, wir sehen genau richtig. Ihr müsst uns genau entgegenkommen. Wo ist der? Ist das da schon Santiago? Tatsache. Ja. Ich habe so die Befürchtung, dass wir ihn verfehlt haben. Na, das ist natürlich sensationell. Wo könnte er denn sein? Er kann doch eigentlich nur... Oder nimmt er nicht den direkten Weg, sondern ist hier außen rum geschippert? Ja, natürlich, wir könnten natürlich auch erstmal Baron... Ach nee, Moment, der ist ja noch viel weiter weg. Moment, wir machen hier erstmal einen kleinen Stopp und horchen uns hier mal ganz kurz um. So. Ein britisches Schiff mit 1100 Gold. Interessant, interessant. Warum Raimondo? Ach, der soll es auch hier sein, oder was? Oder er ist auf dem Weg hierhin. Ist das so ein. Ist das irgendwie so eine neue Lieblingsstrategie, dass die Feinde immer direkt zu uns kommen und uns ganz geschickt umschippern, sodass wir sie quasi nicht sehen? Ich erkunde mal hier so ein bisschen die nähere Umgebung. In der Hoffnung, den Marquis doch irgendwie abzufangen. Aber ich glaube, da geht nichts. Ah, schade. Ein Truppentransporter. Ich dachte gerade, das könnte vielleicht der Marquis sein. Wenn Baron Raimondo jetzt natürlich auch hier hinkommt.
Dann wird er wohl hier oben rumsegeln, denke ich mal. Okay. Dann segeln wir noch mal Baron Vermunde ein bisschen entgegen. Vielleicht haben wir ja Glück. Wer weiß. Komm schon. Komm schon, Wolke. Gib mir Power. Tja, dann fehlt uns im Prinzip nur noch ein Kartenteil für die böse Hauptfestung vom Marquis. Das heißt, einmal müssen wir gegen den noch ran. Beziehungsweise zweimal, wenn wir dann die Festung stürmen. Der sitzt da ja dann später drin. Und dann fehlt uns noch ein Familienmitglied. Und dann wird die Storyline soweit abgeschlossen. Dann könnten wir uns zurücksetzen. Wenn wir denn genug Ruhm haben. Was noch lang nicht der Fall ist. Baron Raimondo. Oh ja. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Na, Freundin, willst du schießen? Na, das glaubst du doch auch selbst nicht. Feuer! Aua. Na, du? Na, willst du auch noch mal schießen? Ich auch, Kollege. Damn. Ah, Tari. Wo ist das letzte Familienmitglied? Mein Onkel? Ja, ich glaube, mein Onkel ist es. Immer noch ein lausiger Schütze wie I und I. So, Kollege. Bam. Bam. Und der Eimer in die Kauleiste. Oha, du Hund. Ja, verdammt. Nein. Das darf nicht wahr sein. So. Diesmal habe ich aber mehr Piraten dabei, mein Lieber. Zack. Und zack. Ja, diesmal lief es wohl nicht so gut. Och nee. Ja, das ist ein sehr tolles Kartenteil. Baron Vermunde haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Wir brauchen noch mehr Kartenteile. Also zumindest noch ein weiteres brauchen wir. Moment, das war gar nicht unser Onkel, sondern unser Opa, den wir jetzt suchen. Opa, Uropa, Onkel, ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall fehlt uns nur noch ein Familienmitglied. So, euch nehmen wir mal mit hier. Ja, dann haben wir den ja wenigstens noch gekriegt, diese Folge. Dann können wir jetzt ja mal wieder schön verticken gehen. Wie sieht das eigentlich jetzt mit der Rangliste aus? Ah, wir sind auf Platz 7. Wir haben Rock Brasiliano überholt. Wir könnten jetzt ja mal eigentlich Bart Roberts zählen. Ich meine, die Nummer 10 haben wir schon ausgerottet. Wir könnten jetzt eigentlich die Nummer 9 da kommen. Und da wir Rock Brasiliano überholt haben, wären wir dann sogar nicht die Letzten, wenn wir den Dings da platt machen, Bart Roberts. So. Mann, unsere Segel sehen ja schön aus. Ja, super Schiff. Ramm erstmal da das Lüfter. Ja, auf jeden Fall ist das sehr gut gelaufen, diese Folge. Drittes Familienmitglied gefunden. Nächstes Kartenteil. Wunderbar. Dann mache ich hier einen kleinen Cut. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.